Idee des Landschaftsverbandes, der sich ja um Behinderte kümmert, Behinderte in jeder Form, und der gleichzeitig eine kommunale Behörde ist. Das heißt, die Behindertenpolitik wird durch die gewählten Repräsentanten des Volkes bestimmt. Und nicht nur von der Regierung, die natürlich Geld dazu geben muss, aber wichtig ist, dass das Volk seine Repräsentanten wählt, auch verantwortlich ist für die Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung es schwer im Leben haben, und die deutlich machen, und das soll dieser Tag hier, dass alle zusammen gehören, möglichst alle zusammen leben und sich bewusst sind, dass jeder eigentlich eine Macke hat. Das heißt, Behinderung oder Nichtbehinderung. Das heißt, den normalen Menschen gibt es kaum, sondern hat jeder seine Eigenart. Und so haben auch, ist auch die Behinderung in manchen Funktionen für manche Menschen ihre Eigenart. Aber was soll das? Wir sind in unserer Gesellschaft, wir leben mit uns und wir sind ein Teil. Man muss nur ihre Handicaps, muss man versuchen auszugleichen mit Hilfsmitteln. Und das tut der Landschaftsverband. Und das tut er mit verschiedenen Einrichtungen, das tut er mit Geld für was weiß ich, für Prothesen und vielleicht für die Gelder, weil sie nicht von Krankenkassen bezahlt werden. Also, solche Dinge kümmert sich der Landschaftsverband und er macht sich einen solchen Tag für die Tag der Bewegung deutlich, dass hier kann ja jedermann hinkommen, dass eben wir alle zusammengehören und füreinander einstehen müssen. Danke.